Hallo und herzlich willkommen zu Grizzlies Online-Liga-Tagebuch Folge 33. Ja, ich weiß, es ist momentan etwas zart. Es ist jetzt auch lange keine Folge gekommen. Eben aus dem Grund, dass irgendwie momentan, wie soll ich sagen, momentan ist es bei mir draußen. Es fehlt irgendwie der Soft, wie man bei uns sagt. Es fehlt irgendetwas momentan, wo meine Laune oder mein Spielerlebnis nicht so wirklich da ist. Ich habe es auch schon letztens angesprochen bei der Auslosung vom 5 Eagles Cup. Ja, hat vielleicht aber auch damit zu tun, dass ich jedes Mal auch sinkende Teamanzahlen eben sehe. Ich präsentiere euch hier die Statistik eben von der Saison 23 von Beginn. Wir erleben momentan gesamt auch wiederum ein Minus von 9,82%. Alle Länder, bis auf eben die USA, haben ein Minus eingefahren. Darunter der Trend von Österreich und der Schweiz mit ca. minus 8-9%. Großbritannien und Irland hat es jetzt auch erwischt, minus 41,32%. Auch Deutschland wurde nicht verschont, auch wenn es hier nicht ganz so schlimm ist. Aber trotzdem, wir befinden uns auf gesamt jetzt auf 8773 Teams. Dies entspricht circa der Anzahl von Deutschland der Saison 13. Also was Deutschland gesamt gehabt hat, gibt es jetzt überhaupt nur noch insgesamt mit allen Ländern zusammengezählt. Ja, es schaut wie gesagt Saison für Saison immer so aus, dass immer mehr Teams aufgeben, nicht mehr spielen, den Menschen die Freude verlieren. Ich hoffe ja doch nicht, dass ich bald alleine dastehe und alleine spiele. Aber ja, es sollte dann doch irgendetwas passieren. Was allerdings passiert ist, dass Grizzly den 19. Platz beim Tippspiel von Onliga.at gemacht hat und mir da auch ein paar Tage Premium gutgeschrieben wurde. Freut mich sehr, danke. Die Nachricht hat mir noch Mischa geschickt, der sich ja glaube ich dann schon langsam verabschiedet oder schon verabschiedet hat. Das war wahrscheinlich eines seiner letzten Werke, bei denen Mischa eben noch mitgemacht hat. Wie sieht es jetzt mal allgemein aus beim SK Grizzly? Was hat sich getan? Ja, ihr könnt es ja eh schon lesen. Ich habe letzte Saison, Saison 10, einige Jugendspiele gezogen und darunter habe ich eben zwei besonders hervorgehoben. Wie ihr hier schon seht, habe ich Emre Yakut aus der Türkei an den VfC Schönbrunn gezogen und konnte zum ersten Mal auch von meinem NLZ einen Teilprofit herausholen. Ich hoffe, dass es noch besser wird, aber wie gesagt, der Anfang ist eben getan. Dieser junge Mann hat es dann eben geschafft, auch transferiert zu werden zu einer Summe, wo ich sage, ja, ist sicherlich aufbaufähig, so sehen eben seine Daten aus. Den habe ich jetzt hergegeben und ich hoffe, VfB Schönbrunn hat vielleicht doch Kapital schlagen können. Momentan vierte Online-Liga, Wien 1 ist ja abgestiegen. Aber um das soll es auch gar nicht gehen. Ich habe ja gesagt, ich bin dabei, eben meine Mannschaft auf Weiteres zu verjüngern. Deswegen habe ich auch den zweiten Mann von letzter Saison in meinen Kader dieses Mal geholt, nicht verkauft, und zwar dieser Marokkaner hier. Er hat zwar etwas Formschwankungen, kann man sagen, aber momentan ist er eine Form dort tief. Aber trotzdem denke ich, dass er sich machen wird. Er wird hoffentlich irgendwie dann langsam in mein Team integriert werden und hoffe ich doch, dass eine Verstärkung wird. Ja, Bojan Odak, der mittlerweile schon 35 Jahre alt ist, zeichnet sich ab, wird die Karriere beenden. Er war mir einige Zeit lang wirklich ein toller Spieler, muss ich sagen. Wenn wir auf den Steckbrief schauen von Odak, er wurde ja in der Saison 5 zu mir transferiert und wird jetzt mit Saison 11 aufhören. Sei es drum, ich bin schon gespannt, was ich jetzt Ende der Saison 11 als Jugendspieler ziehen werde. Ja, in der Saison, wie soll ich sagen, es war wirklich eine starke Liga, die noch nicht zu Ende ist. Ich blieb etwas doch unter meinen Erwartungen, obwohl ich momentan Siebter bin, aber doch von den Punkten her eigentlich zu viel vergeben. Wiederum eine eher verkorkste Hinrunde, also die Hinrunden liegen mir überhaupt nicht. Platz 9 in der Hinrunde,
mit 22 Punkten und jetzt habe ich nach, also noch 6 Spieltage ausstehend, schon 20 Punkte. Ich werde aller Voraussicht nach die Klasse halten, sofern ich doch jetzt noch ein böses Wunder passiert. Und ja, schauen wir einfach, wie es ist. Bei uns einfach in der Liga, dass mit den FK Nickewinkiges Karlshofen Absteigern und FC Kozuki Oden wirklich extrem starke Absteiger dabei sind von der zweiten Liga. Auch die Karlsdorfer Bären konnten als Absteiger doch sich noch unter den Top 5 halten. Zwar nicht so stark wie die anderen zwei, aber trotzdem sicherlich für die nächste Saison dann wahrscheinlich ein Favorit für den Aufstieg. Wenn ich weiterhin meine Liga analysiere, dann kann ich sagen, mit Rainbow Mountains ein wirklich total starker Aufsteiger. Habe ich aber auch irgendwie damit gerechnet, denn er war mir doch schon ein Begriff. Auch die Nachwuchsschmiede und Böckscher Kickers wiederum stark. Wo ich doch etwas enttäuscht bin, das sind die Spatzenfeger, die sich verabschieden werden, höchstwahrscheinlich genauso wie der erste FC Linz. Aber man muss doch sagen, ab Platz 13 bis Platz 16, diese vier Vereine werden sich wahrscheinlich die letzten zwei Abstiegsplätze noch ausschnappen. Wobei auch hier mein Freund Zeppelin FC noch immer zu kämpfen hat mit 31 Punkten, aber ja, noch ist hier nichts verloren. Schauen wir eben dann mal, was nächste Saison bringt. Letzte Saison war ich ja, ich glaube, Dritter, kann ich dieses Mal nicht bestätigen. Aber wie gesagt, es ist doch eine sehr, sehr starke dritte Liga in meinen Augen. Ja, und zum Schluss möchte ich euch noch einen Programmhinweis geben. Und zwar 3. November um 20 Uhr wird ein Stream stattfinden mit Kickers Kill, mit Matthias. Das war ja schon seit längerer Zeit vereinbart. Und zwar wird es da nicht unbedingt um onlineliga.at gehen oder allgemein um Onlineliga, sondern ich werde Matthias prüfen, was er eigentlich alles über Wien und Österreich weiß und ja, und werde ihn dementsprechend auszeichnen mit einem Partner, den ich schon in Auftrag gegeben habe. Hier sage ich mal Danke, Stevo. Entweder wird es ein Gewinnbanner werden oder ein, ja, das Gegenteil halt. Ich freue mich schon sehr auf Matthias und hoffe doch, wenn Matthias diese Folge sieht, ob er sich vielleicht ein bisschen vorbereiten kann oder erahnen kann. Allzu leicht werde ich es ihm allerdings nicht machen, aber alle Deutschen, die was mitraten wollen, was hier in Österreich für Fragen von mir gestellt werden über Österreich und über Wien und was hier alles so kommen kann, ich habe schon wirklich eine klare Vorstellung im Kopf, aber ich möchte das eben jetzt nicht verraten, denn sonst ist vielleicht der Überraschungseffekt etwas weg. Trotzdem, wenn ihr Zeit habt, schaltet ein, merkt euch den 3. November 20 Uhr auf Krisi-Stream zu Gast Matthias von Kickers Kiel. Ja, euch sage ich jetzt danke fürs Zuschauen. Ich sage allerdings nicht, wann die nächste Folge kommen wird. Es war halt doch jetzt etwas Flaute. Ja, ich habe immer gesagt, je nach Lust und Laune werde ich aufnehmen. Wenn ich jetzt wieder länger keine Laune habe, ja, dann soll es eben so sein. Aber momentan ist es eben, finde ich, schwer, mit dem Content doch irgendetwas zu produzieren, ohne dass es sich immer und immer wieder wiederholt, wenn es eben nichts Neues zu sagen gibt. Also nochmal, danke fürs Zuschauen, haut rein, macht's gut, tschüss und baba, euer Grizzly.